Halli, hallo, hallöle und herzlich willkommen zu Exos zockt Kerbal Space Programm hier in Farbe bunt und in die Couleure. Ja, heute ist der Start der von Braun angesagt. Der Moment, wo wir sozusagen schon guten Monat drauf hinzuarbeiten. Ja. Und die Von Braun hat mittlerweile richtig gut Masse bekommen. Sie wiegt tatsächlich 1461,46 Tonnen und hat 505 Parts. Und das alles wurde ohne spezielle Editor oder sonstiges hier nach oben gejagt. Das wurde alles in Echtzeit nach oben gejagt. Das kann jeder bestätigen, der dabei war. Jeder kann dann sagen, ja, ich war dabei, als das hier nach oben gebracht wurde. Ich war das hier, ich habe das gesehen, jenes gesehen. Da vorne gibt es auch noch eine Spitze, ja, das habe ich auch gesehen. Das alles ist in Echtzeit nach oben gebracht worden. Kein bisschen mehr und kein bisschen weniger, das ist es gewesen. Wohin geht's damit? Eine sehr gute Frage. Und zwar geht es mit der Von Braun überall hin. Einfache Antwort. Und zwar wirklich überall. Wir schauen uns das mal an. Wir schauen uns das mal auf der Karte an. Das alles hier, diesen Nahbereich, das ist ja sozusagen, ja, hier ist der Kerbin, hier ist der innere Kreis, hier befindet sich dann halt auch die Von Braun. Hier ist unser Fehlschläge, Museumstück, die Sailor Moon. Und ein bisschen weiter außen befindet sich der Moon. Und ich werde mal jetzt doch Objekte einblenden, damit man überhaupt sieht, was für ein Verkehr hier ist. Hier ist einiges an Verkehr. Da kann man das mal sehen. Wie gut, zoom nochmal ran, damit man hier nochmal den Nahbereichsverkehr sieht. Einiges an Satelliten unterwegs, auch eine Raumstation unterwegs, die hier rumdümpelt. Da ist die Morningstar zum Beispiel. Und irgendwo hier, da hinten ist sie. Da ist die KSS, also die Kerbal Space Station Mutter. Auch eine Anekdote auf Alien zum Beispiel wegen Mutter. Ja, und hier ist natürlich auch der Moon. Und auf dem Moon selber ist auch extrem viel Verkehr. Und dann gehen wir weiter raus. Und dann ist natürlich auch der Minmus. Und dort sehen wir alleine an das Gegrissel, was da los ist. Ich drehe das mal so ein bisschen, dass wir hier noch ein bisschen näher rankommen. Da sehen wir, da ist auch viel los. Da sieht man es. Da kann man es gut erkennen. Ja, da ist viel los. Ja, und da wir sozusagen Kerbin inklusive seiner zwei Objekte mittlerweile ganz gut gescannt haben und getan und naja, was man so halt macht im Weltraum, geht es natürlich jetzt zu ganz anderen Objekten hin. Da werde ich mal gucken. Wir gehen mal komplett raus. Und da kann man dann langsam sehen, wie unser Heimatplanet entschwindet. Und da sehen wir hier außen einmal Duna. Bei Duna hatten wir eine Mission gemacht. Duna selber gescannt, etwas darauf gelandet und natürlich auch seinen kleinen Ike, der hieß Ike, doch, müsste Ike gewesen sein, da haben wir auch gescannt. Aber das war's großartig gewesen. Die Von Braun-Mission besteht da drinne. Das alles, das komplette Kerbin-System, komplett zu erforschen. Und das ist eine Langzeitmission und auf diese Langzeitmission haben wir uns hier echt lange drauf vorbereitet. Und so eine Langzeitmission macht keiner alleine. Sonst hätte ich gesagt, gut, wir schicken Jebediah hin. Der wird schon wuppen. Nee, so eine Langzeitmission wird von keinem alleine gemacht. Von wirklich keinem alleine. Und deshalb besteht die Mission da drin, dass unser freundlicher Jebediah Kerman nicht alleine auf der Von Braun ist und die richtet sich langsam immer weiter aus. Da sieht man es langsam, ja, langsam wird es Prograde. Ist schon ganz gut. Die Von Braun braucht noch ein paar Minuten. Und während dieser paar Minuten werde ich mal die Mannschaft vorstellen. Also auch Eve Toyo mit Landen und wieder in Orbit. Ja, auch die werden gescannt. Alles, wie gesagt.
Mit Landen muss ich gucken, wie ich das hinkriege. Das weiß ich nicht ganz genau. Zumindest werden sie aus dem Orbit herausgescannt. Das auf jeden Fall garantiert. Ne? Mit Landen werden einige Objekte aber bestimmt bedient werden. Also das steht auf jeden Fall auch fest. Gut. Gucken wir uns mal die Mannschaft an. Als erstes hatte ich ja gesagt, Jebediah Kerman. Ich muss hier mal gucken, wo ich den hier habe. Den guten alten Jeb. Wo ist er hin? Oh Mann, das ist ja eine Gescrolle. Bei 15 Leuten dauert man es zu tun. Hä, wurde ich blind oder bin ich blind? Gehen wir nochmal. Ah, da war er doch gewesen. Ja, ja, das ist manchmal. Das ist Live-Betrieb. Da ist er. Jebediah Kerman. Da ist er. Da sehen wir. Ja, Jebediah Kerman ist wie gesagt der Pilot dieser Raummission. Er selber wird eigentlich nicht viel machen, aber er kriegt trotzdem seinen Gehaltscheck. Und das Interessante daran ist, er hat trotzdem die Hauptkontrolle. Und seine Legitimation liegt erstmal darin, dass er erstmal sehr populär ist. Also jeder kennt Jebediah Kerman und alleine auf dem Heimatplaneten ist er eigentlich im Prinzip schon eine lebendige, so die Figur überhaupt. Ne? Lebende Legende, sozusagen war das gewesen. Und das Interessante bei Jebediah Kerman ist auch, der hat den Sonnenkausalflug gemacht, was eine sehr große Leistung ist. Und das sogar bei 12% der Lichtgeschwindigkeit. Also von daher echt gut ab für Jeb. Das ist schon echt der Hammer-Typ. Also da kann man echt nichts sagen. Die nächsten wichtigen Charaktere, das sind auf jeden Fall unser Ingenieur-Staff. Der Ingenieur-Staff, der wird gebildet aus 4 Personen. Einer alleine wird natürlich auch nie einen Schraubendreher richtig drehen können. Und der erste, ja, das ist Bill Kerman. Und Bill Kermans Fachhauptgebiet liegt in konventioneller Antriebe. Ja? Also was man halt so kennt, Monopropellanten, Dings sowieso oder Feststoffbooster. Das ist so sein Standardmetier, aber wie jeder Ingenieur kann natürlich auch verschiedene andere Nebensysteme machen und so weiter. Dann haben wir als nächsten wichtigen Ingenieur, da muss ich mal gucken, wo der sich hier versteckt, Burvey. Burvey Kerman ist der Hauptingenieur für die Pure Synthesizer Technology. Die Pure Synthesizer Technology ist ein tolles Produkt der Exoscience. Das sind diese Geräte hier. Und mittels bestimmter quantenmechanischer Technologien und so weiter kann Energie umgewandelt werden. Wie die genau funktioniert, da steige ich gerne auch mal eine andere Sendetag sozusagen drauf ein. Ja, der nächste, den haben wir gleich hier, eine Dame an Bord. Ja, wir haben hier auch Damen an Bord. Es hat mehrere Gründe, warum wir Damen an Bord haben. Einerseits haben wir Damen an Bord, weil die Dame sich einfach qualifiziert hat für den Job. Und andererseits, wie gesagt, es ist ein Langzeitflug und während eines Langzeitflugs muss man natürlich auch auf die psychologische Hygiene der Besatzung achten und das kriegt man definitiv nicht mit einer eingeschlechtlichen Mannschaft hin, die muss schon multigeschlechtlich sein. Ja, und Sedrians Hauptgebiet sind die sogenannten elektronischen Systeme. Also sie kann alles was machen, was mit Elektronik zu tun hat. Angefangen halt über die Energiegewinnung, über die Solarzellen, bis hin Elektrotechnik, Beleuchtung, was das alles halt so gibt. Auch dieses Fuse Synthesizer macht sie halt mit, die ganze Computerelektronik, Navigation, also alles, was im Prinzip damit zusammengehört. Dann im Bunde eine weitere Dame. Also man sieht auch, dass das Ingenieursteam definitiv damenlastig ist. Hier ist sie. Das ist Tissa Kerman. Und Tissa Kermans Hauptgebiet sind die sogenannten Lebenserhaltungssysteme. Also sozusagen das Wasseraufbereitung zum Beispiel, Sauerstoffrückgewinnung, die Nahrungsgeneratoren, alles was auch wieder da zusammengehört, alles was mit Lebenserhaltung, dass sozusagen die Crew hier, die ganze Mannschaft an Bord, den Flug
ihren biologischen Parametern entsprechend versorgt sind. Auch ein sehr schönes Wort. Das waren die vier Ingenieure. Das heißt also, wir hatten zwei männliche Ingenieure, zwei weibliche Ingenieure. Dann kommen wir ja eigentlich zu dem Mannschaftsteil, der enorm wichtig ist. Und das sind ganz viele. Ich muss nochmal gerade zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 Personalien sind fürs Forschungsteam. Und da sieht man ja auch wirklich dann den Hauptplatz der Forschung, in welche Richtung das gehen soll. Es soll halt wirklich in Richtung Forschung gehen. Und da fangen wir natürlich auch wieder mit den ersten an. Einer, den jeder kennt, Bob Kerman. Und Bob Kerman beschäftigt sich hauptsächlich mit der Astrophysik. Ist halt Astrophysiker auch schon so den ersten Tagen an. Er kennt sich halt mit der Navigation im All aus. Er weiß sich über die Kepler-Daten aus. Und wie eben Dinge im Weltraum passieren, weil sie passieren. Zum Beispiel solare Physik und solche Geschichten. Ja, warum leuchtet die Sonne? Wo kriegt sie ihre Energie her? All das weiß dieser junge Herr. Gut, dann kommen wir zum nächsten, beziehungsweise der nächsten. Da muss ich mal gucken, wo sie sich versteht. Da ist er auch schon. Sherby Kerman. Ja, wieder weiblich in der Wissenschaft. Ja, da kann man wieder mal die Vorurteile sehen. Manch einer würde sagen, ja, Frauen in der Wissenschaft, das wird nicht. Nee, hier ist der gegenteilige Beweis. Sherby ist nämlich sogar theoretische Quantenphysik sozusagen in der Wissenschaft. Theoretische Quantenphysik. Sie kann im Prinzip das gut erklären, was hier in diesen Synthesizern funktioniert. Also sie könnte das ganz gut erklären. Also wenn ihr mal sozusagen mit ihr mal so live chatten wollt, könnt ihr gerne mal ihren Tweet-Account da mal anfunken. Vielleicht, wenn sie mal zwischendurch Zeit hat, kann sie da euch mal einen kleinen Plausch machen. Das ist ja durchaus möglich. Ja, eine Erklärung dafür, die ZF-Synthesizer, wäre ich sehr interessiert. Ja, wie gesagt, da kommt mal eine Erklärung. Da habe ich auch schon was vorbereitet. Gut, der nächste Kandidat ist gleich daneben. Das ist Buzz Kerman. Buzz Kerman ist Professor Doktor der Biologie und ist einer... Nee, das ist der erste, den wir in einer Rettungsmission gerettet hatten. Ja, also wir hatten mal einen Auftrag bekommen, der ist schon verdammt lange her. Und da hatten wir sozusagen Buzz Kerman aus dem Orbit gerettet. Und als Dank dafür hat er sich dem Team angeschlossen. Ja, er erforscht dann halt sozusagen biologische Prozesse. Wie verhalten sich biologische Prozesse in der Schwerelosigkeit? Sehr weit weg vom Gravitationsfeld. Wir werden ja uns dann von Gravitationen definitiv entfernen. Selbst hier im Orbit hat man ja immer noch einen gewissen Einfluss durch Kerman selber. Und wir werden ja sozusagen rein sein Gravitationsfeld verlassen. Wir werden wirklich sehr wenig Gravitation nachher auf der Van Braun haben. Und von daher sehr interessantes Forschungsgebiet, wie sich dann halt biologische Prozesse entwickeln. Die nächste Kandidat bzw. die nächste Kandidatin ist Welena. Welena ist in dem Hauptfach Chemie hier sozusagen vertreten. Also sie beschäftigt sich mit chemischen Prozessen. Im Prinzip so wie mit der Biologie. In der Chemie finden ja auch verschiedene Prozesse statt, die halt unter der 0G-Variante anders verhalten. Da kennt man ja auch so einige Produkte, die wir hier auf der Erde verwenden, die sozusagen durch der Raumforschung überhaupt erst möglich geworden sind. So, dann muss ich mal näher schauen. Hier haben wir den nächsten aus dem Forscherteam. Unseren Herrn Songas. Ja, unser Herrn Songas, der beschäftigt sich mit der Radiophysik. Und damit meine ich jetzt nicht irgendwelche Radiosender, die man auf der Erde hat, sondern da geht es hauptsächlich um Mikrowellenradien oder halt solche Dinge halt. Man kennt ja diese großen Teleskope, die auf Planeten, wie wir uns auf der Erde positioniert sind. Und an halt dieser Radiowellen kann man zum Beispiel bestimmen, ja, wie alt zum Beispiel so eine Sonne ist, wie groß sie ist, wie viel Helium oder so oder Wasserstoff da schon verbrannt,
fusioniert worden sind oder wie zum Beispiel so verschiedene Stoffe in einem Nebel vorhanden sind. Also das kann man sehr toll damit rausfinden und das kriegt ihr auch ganz gut hin. Und deshalb widmen wir uns gleich der nächsten Dame. Ja, hier haben wir sie auch schon. Galiana. Galiana ist jetzt nicht direkt Wissenschaftlerin, sondern sie ist Sportmedizinerin und Professorin, okay, tolles Wort, in Medizin. Sie kümmert sich hauptsächlich darum, dass sämtliche andere Besatzungsmitglieder gequält werden, ja, weil das Problem ist ja der Muskelschwund und solche Geschichten in so einer 0G-Umgebung und damit die Besatzung körperlich fit bleibt und dementsprechend auch gefördert wird. Ja, da wollen wir mal gucken, dass sie halt ihre Besatzung hier schön quält. Sollte es dabei mal zu einer Sportverletzung kommen oder anderen problematischen, dann haben wir die freundliche Dietkörmen, Doktor der Medizin, Dietkörmen, um genau zu sein. Ja, die kümmert sich sozusagen um das Gesundheitswohl der Mannschaft. Gleich nebenan befindet sich da Melbro. Und Melbro ist der Leiter der EDV-Technik und hatte früher in der Softwareentwicklung gearbeitet. Er kümmert sich darum, dass die ganzen computerrelevanten Systeme halt ihren Dienst nicht aufgeben und wird halt immer darum bemüht sein, halt auch immer neue Systeme anzupassen, eben halt wie die Situation sich halt gibt. Zum Beispiel, wenn sich ein Experiment anders darstellt und anders nicht verarbeitet werden kann, braucht man halt einen EDV-Spezialisten an Bord, der halt dementsprechend die Parameter in der Software ändert. Also immer die wichtigen Anpassungen, die die anderen Kollegen da irgendwie nicht hinkriegen. Gut, dann haben wir den nächsten, der gleich daneben an ist. Das ist sehr praktisch gerade. Das ist Tom Pammy. Und das ist auch nochmal ein Vertreter der Biologie. Also wir haben zwei für die Biologie sozusagen an Bord. Auch er kümmert sich dann um die biologischen Funktionsexperimente zum Beispiel. Er macht sehr viel mit den biologischen, physiologischen Eigenschaften der Körbels. Experimente wie zum Beispiel, wie ist die Degeneration der Knochen, das Muskelaufbau, Gehirnfunktionen, alles sowas. Als letzter im Bunde, das ist Bill Bobdos. Und der Bill Bobdos macht das gleiche im Prinzip, was Bob macht. Er kümmert sich sozusagen um die Astrophysik. Und das Interessante bei ihm ist, dass er halt auch noch einen Teil der Quantenphysik hat, aber sein Hauptaugenmerk liegt halt auch eigentlich auf der Astrophysik, kann aber hin und wieder bei Sherby hier und da halt auch mal mit agieren. So viel zu dieser Mannschaft. Jetzt werde ich mal kurz meine Zettelagen mal zur Seite legen. Ja, die von Braun ist mittlerweile ausgerichtet und sie ist im Prinzip startbereit. Wir befinden uns jetzt sozusagen auf der Lichtseite und die Frage ist natürlich, wo soll die Reise als erstes hingehen? Oh Gott, das ist ein tolles Wort. Wo soll die Reise als erstes hingehen? Ich habe lange überlegt. Ich habe wirklich lange überlegt und bin auf den Schluss gekommen, dass die Reise an einen Punkt hingeht, wo ich ursprünglich am Anfang nicht ganz fertig geworden bin. Das wäre hier bei Duna. Bei Duna gibt es nämlich ein kleines Problem. Ich muss mal gucken, ob ich den hier... Focus View, genau. Da gibt es nämlich ein Problem bei Duna, was mich immer so ein bisschen gewurmt hat. Und zwar, ich arbeite mit so einer Scanner-Software und wenn wir uns hier mal so mal die große Karte, beziehungsweise die hier schon angucken, sehen wir, dass hier einige Gebiete nicht sauber gescannt wurden. Da gucken wir mal.
Wo haben wir denn das? Der Body ist das hier, der Map gibt. Irgendwo war das hier einzustellen. Genau, Duna. So. Jetzt baut sich die Duna-Karte auf. Und dann sehen wir hier eine Menge Grau. Da. Grau, Grau, Grau. Und dann beginnen erst die Scan-Daten. Das heißt, bei Duna fehlt uns Informationsmaterial. Da ist es, da fehlt es. Und das war sehr ärgerlich. Und deshalb habe ich gedacht, wir machen den ersten Step sozusagen zu Duna. Einen schönen guten Tag, The Killer! 1278. Oder 1278, was ist der lieber? Ja. Aber auf jeden Fall herzlich willkommen. Gut, so viel dazu. Also, wie gesagt, der erste Step ist sozusagen Duna, wegen dieser fehlenden Daten. Und die haben mir wirklich unzählige schlaflose Nächte verpasst. Ich habe mir überlegt, ja, schicke ich jetzt noch was Kleines hin oder wie mache ich das? Ne? Und dann habe ich gesagt, nee, ich mache das mit der absoluten Mission sozusagen, werden wir das sozusagen da reinmachen. Mit der absoluten Mission, ja. Gut. So viel dazu. Wow, es ist immer wieder ein Anblick, die von Braun. Jetzt ist sie ja so richtig fotogen. Mal guckt euch das mal an. Das ist doch fotogen, ne? Also da kann man sagen, was man will. Ne? Das ist doch. Das ist doch mal ein Anblick. Ne? Das kann man echt mal so genießen. Und jetzt habe ich noch was vorbereitet, bevor wir wirklich den Start machen. Und zwar werde ich mal kurz die Settings bemühen. Dann werden wir mal die Musik runtersetzen. Dann machen wir Apply. Ich höre immer noch was. Ist das jetzt die Ambience? Nee, das ist das andere. Der Shatterer. Warte mal, Ambience kann nochmal zurück. Machen wir Apply. Accept. Dann, da können wir hier schließen. Und dann ist Shatterer. Das ist der hier. Und den machen wir Mute. Jetzt ist dann ruhig sozusagen. Und dann machen wir mal die UI aus. Und dann gibt es was Vorbereitetes. Am 17. Korum im Jahr 3028 ist es soweit. Die von Braun, das erste Supermasseschiff der Geschichte, startet zu ihrem Jungfernflug. Diese unglaubliche Reise ist ein Ergebnis der Zusammenarbeit aller Nationen unserer schönen blauen Heimat. Stellen Sie sich vor, mit diesem Schiff alle Orte unseres Sonnensystems erkunden zu können. Bei Exoscience erfinden wir die Zukunft. Die von Braun besitzt über 2,5 Milliarden flugtechnische, wissenschaftliche und sicherheitsrelevante Systeme, die fast alle von Exoscience und deren Tochterunternehmungen entwickelt wurden. Während des Fluges durch den Weltraum werden unzählige hochwissenschaftliche Experimente neue Erkenntnisse liefern. Der Captain ist der berühmte Jebediah Kerman, der schon den Sonnenkausalflug bei ganzen 12% der Lichtgeschwindigkeit absolviert hatte. Dieses unglaubliche Projekt zwischen Konzern und Planetenregierung wird durch stetiges Zusammenwirken ermöglicht. Elegant, schnell, revolutionär. Wer weiß, welche Wunder die Besatzung in den Tiefen des Weltalls entdecken werden. Dies ist ein großer Tag für die Körbelheit. Tja. Uiuiuiuiui. Ja, so kann's gehen, ne? Oh, jetzt kommt der Moment. Ich habe ein bisschen Angst. Weil ich habe sie noch nie gestartet. Ich habe die echt noch nie gestartet.
Ja? Die Frage ist, was passiert? Muss man hier ein bisschen Sound wieder machen. So. Apply. Accept. Ja, die Frage ist, fliegt sie uns um die Ohren? Oder wird sie funktionieren, wie sie soll? Das ist eine wirklich sehr gute Frage. Und vor allen Dingen ist sie deshalb so gut, weil ich sie echt noch nicht probiert habe. Ja, und es gibt nur eine Möglichkeit, das herauszufinden. Ich würde mal sagen, wir starten mal die Engines. Wir schalten sie mal ein. Eine Engine nach der anderen. Ich kann die nicht mit Space zünden, weil dann gehen alle Engines an, also auch von diesem angedockten Material. Einer der Gründe, warum ich hier überhaupt die Engines zünde. So. Wenn alles geklappt hat, sollte ich jetzt 7 Engines anhaben. Habe ich es an? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es hat direkterweise mal geklappt. Und irgendwie so, okay. Ja. Man merkt, die Körbe sind auch alle aufgeregt. Und das ist gerade wieder so eine schöne Einstellung, wenn ich hier mal so schaue. Ja, da guckt mal an. Da vorne ist der Moon. Und zu der Seite befindet sich unser Heimatplanet. Und was ist mit Action Groups? Du wirst lachen, ich habe noch nie mit Action Groups gearbeitet. Ich habe wirklich noch nie mit Action Groups gearbeitet. Wäre eigentlich mal eine Überlegung wert, mal mit Action Groups zu arbeiten. Ja, das ist ja. Ja, theoretisch. Ja, wir könnten sie jetzt mal sozusagen starten. Damit sie mir aber stabil bleibt beim Beschleunigen, muss ich natürlich noch was machen. Und zwar auf jeden Fall die RCS-Systeme an. Jetzt sehen wir mal, die arbeiten schon jetzt, die RCS-Systeme. Kann ja mal ein bisschen näher ran, hä? Ja. Bin ich doch. Wow, aufgeregt. Ja, wollen wir sie mal starten, wa? Wie sieht's denn bei euch aus da oben? Okay, ja, verstehe. Ihr seid auch aufgeregt, verstehe ich. Ja, ja. Wie sieht's denn aus da vorne, Pepperdire? Hä? War das los? Immer eine Funkverzögerung. Ah, okay, gut. Also er ist im Prinzip startbereit. Das ist doch schon mal sehr schön. Hm. Das heißt, du musst auch all die Solarpanels von Hand aufmachen. Ja, musst du auch die Solarpanels von Hand aufmachen. Ja, korrekt. Das ist alles Handarbeit. Vor allen Dingen, ich habe auch noch nie bei diesem Projekt MeshShap verwendet. Alles ist von Hand nach oben gebracht. Einzeln. Angedockt. Und vor allen Dingen auch verstruttet. Also ich habe es hier oben ja nochmal verstruttet. Könnt ihr euch ja mal angucken. Das ist mit den KISS-KASS. Könnt ihr ja unten in der Beschreibung schauen. Ich habe das hier verstruttet. Das sollte eigentlich stable sein. Ich habe trotzdem Angst. Ich habe trotzdem Angst, die zu starten. Das muss man sich ja vorstellen. Das ist ein virtueller Gegenstand. Ich habe trotzdem Schiss. Weil da so viel Arbeit drin steckt. Ne? Gut, ich würde mal sagen, der Moment ist gekommen. Gibt eigentlich gar keinen Grund mehr, großartig da rumzureden. MeshShap macht das Spiel langweilig. Genauso sehe ich es nämlich auch. Genauso sehe ich es nämlich auch. Sagen wir mal so, wenn man ein gewisses Feingefühl entwickelt, kriegt man es auch locker ohne MeshShap hin.